Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier. Es wird gefeiert, es wird getanzt und wir sind hier mit Bayek, dem guten, wunderschönen Wunderknaben. Was wir noch machen müssen, ist klar, hier kurz hochsegeln. Das geht klar, wir rennen halt, oder wir nehmen uns Zeit hier hochzuklettern. Das geht offenbar recht gut. Fast erschreckend gut, muss man sagen. Jetzt wieder eine Fähigkeit oder so. Wir haben, glaube ich, eine Fähigkeit mehr, ne? Jäger! Oha, genau's. Bogenträger, zwei Bogen. Warum? Ich frage mich, warum, ne? Schlafpfeile. Verletzte Gegner geringen Stufe oder Tiere in Schlaf, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Ist halt die Frage, ne, wo wir das einsetzen. Ich will auch irgendwo ein bisschen Leben haben. Höchstleistungs-EP. Wenn du einen Gegner mit einem Höchstleistungsangriff tötest, erhältst du Bonus-EP. Oha. Schwerer Angriff aufladen. Kriegen wir irgendwo EP oder so? Verbesserte Jagdbogen, verbesserte Raubbogen, leichter Bogen. Erlernt. Das heißt, wir können jetzt aber mal Kettenattentat. Zack, zack, mit Y nochmal einen anderen töten. Doppel- oder Mehrfachattentat, beziehungsweise Kettenattentat, wie das auch schön heißt hier, ist natürlich wunderschön. So rum. Genau, hier haben wir noch was, ne? Geburtsrecht. Na, wenn das nicht gutes Holz, dann nehmen wir den mal an. Sollten wir mal wirklich machen. La 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 la. Oh, Entschuldigung, hier bitte, danke sehr. Oh, ha. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Vater, Mutter, Kind. Der Balsamierer kann sich wahrscheinlich... Warte, kurz mal hier. Mumie. Wahrscheinlich einfach Leichen, die aber nur einbalsamiert wurden. Aber Mumie in dem Sinne sind sie wahrscheinlich nicht. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Ja, das machen wir jetzt auch. Reise zum Hof von Iras Familie. Dann mal los. Wo ist sie überhaupt? Da waren wir schon. Ey. Da waren wir wirklich schon. Mal kurz, wir müssen hier irgendwie wieder raus, ne? Das ist ja halt hier ein bisschen versteckte Sache. Ah, wir sind schon draußen, cool.
Ich... Los geht's! Wisst ihr was? Er reist unten, wir reisen oben. Ah, jetzt. Ja. Wo? Hier? Kommt her, ihr Arschgeil, riechen aber eh keine. Ja gut, ist halt zu wendig für mich. Komm mal ran, du! Ausrüstung. Sorry. Aha, hallo! Da hinten! Hä, meine Fotos, wie? Nee. Ich brauche noch keine Fotos hier. Ich brauche Tatsachen. So. Alleine haben wir uns ein bisschen verkrochen, aber das tut nichts zur Sache. Ah. Tacke. Na gut. Warum wollte er es eigentlich dahinter? Hä? Na sauber! Doch, haben wir das richtig gemacht, ne? Oha, cool. So, ja, komplett angepolzelt und wir streichen weiter. Das haben wir ausgenommen. Reise zum Hof von Iras Familie. Das sind wir schon gewesen, glaube ich, genau. Das sind wir, glaube ich, wirklich schon gewesen. Also wäre es gestern gewesen. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Wirklich? Ich tauch unter. Und sie hoffentlich auch.
Aha. Wow. Findet das Mädchen! Bringen wir es schnell. Krass, dass es nicht herkommen soll. Was? Ha, hier kommt keiner. Da bist du. Wirklich? Hey, was? Ich bring dich um. Ah, komme. Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Einmal Stellung aufgegeben, immer Stellung aufgegeben. Hey, genau, weg. Also jetzt mal hör mal auf, ne? Das funktioniert bei mir gar nicht mehr, ne? Mit den ganzen. Haben wir den gar nicht. Den haben wir doch gar nicht, ne? Autsch. Und nun sind wir da. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Immerhin. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Dann los. Haben wir sonst noch was? Ich verwirkliche den Traum meines Vaters. Im Fall der Fälle! Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren! Super, mach ich. Geht das? Ja, genau. Wir kommen da nicht durch. Die Villas nördlich der Dattelplantage. Was für eine Villa eigentlich? Das werden wir schon herausfinden, was das für eine Villa ist. Wir gehen auf jeden Fall mal eine Runde weiter und weiter und weiter. Was hatte man hier verbrochen? Hier sind wir schon durchgereist. Das war aber noch nicht hier. Oder waren wir doch schon? Hier waren wir doch schon. Mal durch. Wirklich mal durchgereist. Sonst haben wir nichts mehr gemacht, ne? Oh, immer falsche Taste hier. Man gibt's nicht, ne? So rum. Oh. Was stimmt nicht mit dir? Ah, oh. Und hier haben wir noch Pfeile, die wir mitnehmen können. Ist Todes gefangen? Und hier sieht man ja auch nicht mehr, ne? Daher. Hm.
eine der letzten. Ein Brief. Brief von... Der sieht mich nicht an, der ist auf einer anderen Seite. Brief von Sophronios. Ute weigert sich, mit den Dattelhof zu überlassen. Dieser juwelende Vlakos sagt... mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denke ja nicht daran, meine Gastfreundschaft auszunutzen, wenn du nicht in 2 Wochen auf meiner Türschwelle in Alexandra stehst. Dann betrachte auch dich als Totmann. Sophronios. Sophronios. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Wir müssen nur noch irgendwo was haben hier. In diesem Viertel haben wir hier aufgeräumt, ne? Ah, immer eine falsche Taste gedrückt. Aber wenn wir das schon können, machen wir das auch richtig. Jetzt können wir ein Attentat ausführen, ne? Was? Stirb du! Mach ich! Hey, da ist auch eine Lampe. Haben wir sie abgeschlossen? Ach, nur einen. Ja, klar, dann mal los. Boah, wir haben ziemlich viel abgedeckt hier, ne? Außer das hier hinten. Aber meine Freunde, die verlorene Krypta werden wir auf jeden Fall finden. Und ich sage mal schon, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wenn es wieder heißt, Assassinen, wir kommen. Kinder, lasst euch in Frieden.